Durch Pilze und Bakterien verursachte Infektionskrankheiten werden zunehmend zum Problem. Weltweit sind ein Drittel aller vorzeitigen Todesfälle auf Infektionen zurückzuführen. In Krankenhäusern vermehren sich multiresistente Keime, gegen die keine Antibiotika mehr wirken. Neue Therapeutika sind dringend gefragt. Die Naturstoffforschung am Hans-Knöll-Institut will dafür einen wichtigen Beitrag leisten. In winzigen Mikroorganismen wie Bakterien und Pilzen steckt großes Potenzial für die Entwicklung neuer Medikamente. Die einzigartige Jenaer Mikroorganismensammlung am HKI enthält viele tausend Bakterien und Pilzstämme. Sie produzieren Naturstoffe, die auch gegen Infektionen wirksam sein können. Allerdings ist es nicht leicht, an diese Wirkstoffe heranzukommen. Am HKI werden dafür modernste Methoden genutzt. Eine davon ist ein Mikrofluidiksystem, das am Biotechnikum des Instituts entwickelt wurde. Damit können die Wissenschaftler Mikrobenzellen in winzigen Tröpfchen kultivieren und anschließend untersuchen. Da die Tropfen nur Bruchteile von Millimetern groß sind, geschieht das rasend schnell. Pro Stunde werden 60.000 Kulturen getestet. So können Bakterien, die bisher unbekannte Wirkstoffe produzieren, identifiziert werden. Diese Mikroorganismen werden dann im Labor genauer untersucht. Beispielsweise eine Gattung sogenannter anaerober Bakterien, die ohne Sauerstoff im Boden leben. Einem Team der Abteilung Biomolekulare Chemie um Professor Christian Hertwig ist es erstmals weltweit gelungen, diese anaeroben Bakterien zur Produktion von antibakteriellen Wirkstoffen zu bewegen. Durch die Imitation natürlicher Umgebungsbedingungen und mithilfe genetischer Methoden haben sie sogenannte schlafende Gene wecken und die Naturstoffsynthese in Gang bringen können. Erste Tests ergaben, dass der produzierte Wirkstoff gegen multiresistente Krankheitserreger aktiv ist und sich für die Entwicklung neuer Antibiotika eignet. Auch die Nachwuchsgruppen am HKI suchen in speziellen Lebensgemeinschaften von Mikroorganismen nach bisher unbekannten Naturstoffen, die Grundlage für neue Medikamente sein können. Um die Strukturen potenzieller Wirkstoffe detailliert zu analysieren, nutzen sie unter anderem die sogenannte Kernspin-Resonanzspektroskopie. Mit der Kernresonanzspektroskopie untersuchen wir das Verhalten von Atomkernen in Magnetfeldern. Und diese Methode ruht im Wesentlichen auf dem Prinzip, dass bestimmte Atomkerne elektromagnetische Strahlung absorbieren können. Und die Information, die wir daraus gewinnen, ist extrem wertvoll, denn sie ermöglicht uns, Informationen zu sammeln über die chemische Umgebung bestimmter Kerne. Und auf diese Art und Weise können wir die Struktur von bestimmten Molekülen von Wirkstoffen aufklären. Ebenso vielversprechend für die Wirkstoffproduktion sind Bakterien, die Nassfäule bei Kulturpilzen wie Champignons hervorrufen. Hertwig und seine Mitarbeiter wollten herausfinden, welche Substanz die Krankheit verursacht und ob sie auch gegen Pilze wirksam ist, die zu gefährlichen Infektionen bei Menschen führen. Dazu wurden Champignons mit dem Bakterium geimpft und mit der sogenannten Imaging-Massenspektrometrie analysiert. Auf diese Weise haben die Forscher die gesuchte Substanz finden können. Solche potenziellen Wirkstoffe werden dann im gesamten Institut getestet. Die Abteilung Molekulare und angewandte Mikrobiologie um Professor Axel Brackhage konnte nachweisen, dass der bakterielle Wirkstoff tatsächlich nicht nur Kulturpilze zum Faulen bringt, sondern auch für den Menschen gefährliche Pilze wie Candida albicans oder Aspergillus fumigatus bekämpft. Die Entdeckung des Wirkstoffs hilft uns zum einen, die Pilzkrankheit besser zu verstehen. Andererseits ist die Substanz aber nicht nur toxisch für Champignons, sondern zeigt auch eine starke antifungale Wirkung gegen verschiedene humanpathogene Pilze. Und damit ist der Wirkstoff auch ein potenzieller Kandidat für die Entwicklung eines Arzneistoffes gegen Pilzinfektionen. Um zu zeigen, dass der antimykotische Wirkstoff nicht nur in kleinen Mengen im Labor produziert werden kann, ist er im Biotechnikum des Instituts bereits in größerem Maßstab hergestellt worden. Das Biotechnikum bildet eine Brücke zwischen der Grundlagenforschung im HKI, das heißt aus den Forschungsabteilungen,
und später der Industrie. Das heißt also, wir sind diejenigen, die am Anfang Mikroorganismen kultivieren, Substanzen bereitstellen für die Forschungsabteilung zur Charakterisierung und diejenigen, die dann auch wieder die Bioprozesse machen für industrierelevante Forschungsprojekte. Damit die Eigenschaften der identifizierten Wirkstoffe noch verbessert werden, verändern die Wissenschaftler der Abteilung Biomolekulare Chemie mit chemischen und genetischen Methoden die Struktur der Substanzen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Industriepartnern bringen sie ihre Ergebnisse zügig auf den Weg in die Anwendung. So könnten schon in naher Zukunft lebensgefährliche Infektionen und multiresistente Erreger besser bekämpft werden.